Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadows Awakening. Lady Mara aufhalten haben wir jetzt als Hauptquest. Räche die Stahlgilde als weitere Hauptquest und die Zerstörung des Seelentiegels. Das hängt ja auch mit der mit dieser Quest hier zusammen, denke ich mal. Ich werde jetzt die Stahlgilde finde den blinden Dämon und räche den Tod der Stahlgildensöldner. Komischerweise wird mir jetzt hier kein Ziel angezeigt. Dämonen, das hier ist meine Stadt. Verschwindet, oder ich töte euch. Deine Herrschaft ist vorbei, Banditenkönig. Die Seidengilde ist geflohen und die Stahlgilde ist auf meine Listen hereingefallen. Und ich bin endlich König von Thole. Das werden wir noch sehen, Dämon. Ich erwarte deine Herausforderung in der Stahlgilde. Armselig, das erledige ich selbst. Okay. Was haben wir denn hier? Du wirst untergehen. Du bist gekommen! Ausgezeichnet! Vorsicht, Vater! Man kann ihm nicht trauen! Sag mir etwas, das ich nicht weiß, mein Sohn! Ja, ich glaube nicht, dass er sich ergeben wird. Ergib dich und ich verschone dich, Dämon. Mich ergeben? Dir? Das war deine einzige Chance. Seit Jahrhunderten plane ich meine Flucht aus der Hölle. Du wirst mich jetzt nicht aufhalten, Barbar. Niemand. Niemand nennt mich einen Barbaren, du närrischer Tor! Oh.
mal gespürt. Zittere vor meinen Zähnen. Überlass das mir! Ich beende, was du begonnen hast. Ha! Du solltest mehr trainieren! Gespürt. Du solltest mehr trainieren! Nein! Wie kann das sein? Sag den anderen Dämonen, dass Kalik dich zurück in die Hölle geschickt hat! Grenze hat gelogen! Was hat Grenze jetzt damit zu tun? Ich glaube es nicht. Vater, was ist los? Diese blinden Dämonen, sie folgen jetzt mir. Die Stahlgilde ist zurück und stärker denn je. Diese Dämonen dienen dir? Ja, du und ich und 1000 Dämonenhörige. So hatte ich mir das zwar nicht vorgestellt, aber es wird gehen. Es wird etwas dauern, diese Dämonen zu beherrschen, Kalik. Sie können uns jetzt nicht helfen. Vielleicht. Aber wenn wir das hier irgendwie überstehen, habe ich eine höllische Gilde. So, ein weiterer Erfolg. Hol dir die Gilde zurück. Du bist schon tot. Hat denn der gute Nemec jetzt noch was zu sagen? Nein. Okay, damit haben wir die Quest auch erledigt. Jetzt habe ich noch 2 Aufgaben. Lady Mara aufhalten
und Zerstörung des Seelentiegels. Gleichzeitig haben wir eben auch nochmal einen Stufenaufstieg gehabt. Ja gut, meine Fähigkeiten, die sind ja jetzt bei allen auf Maximum. Da dürfte nichts mehr gehen. Talente bekomme ich erst mit Stufe 30 ein weiteres. Also vergeben wir jetzt noch schnell unsere Punkte. So. Gut. Der Adlersturzpass. Wo war der jetzt nochmal? Moria? Hier, Korvent. Ich kämpfe mich nicht noch einmal durch die Berge, nur um herauszufinden, dass Mara woanders ist. Mara scheint den Kessel nur in Kalisar und Tole benutzen zu können. Sie ist zurzeit ganz sicher in dieser Stadt. Es sind Dämonen in der Nähe. Zum Glück sind wir Experten im Kampf gegen Dämonen geworden. Ja, könnte man so sagen. Verlangt nach einem stärkeren Krieger. Ah. Ich denke mal auch, wir nähern uns so langsam dem Ende des Spiels insgesamt. Ich zeige euch wahre Macht. Es kann auch sein, dass die Folgen vielleicht auch mal etwas länger werden. Ich muss mal schauen, wie weit wir heute hier noch kommen. Untergehen.
euch mir zum Kampf! So, wie groß... Ach, du Schande. Na ja, gut. Das werden wir wohl heute in der Folge nicht schaffen. Ja, die Angriffe sind teilweise schon recht heftig, muss ich sagen. Wisset, was Verzweiflung ist! Oh! So, ich würde jetzt erstmal hier weiter erkunden. Ich muss die Lebenspunkte vom Verschlinger immer so ein bisschen im Auge behalten, weil wenn der stirbt, dann ist das Spiel vorbei.
Korvent Adlersturzfestung. Okay. Ja, eigentlich hatten wir das Gebiet ja schon mal komplett aufgedeckt, aber das ist ja jetzt hier alles so ein bisschen verändert, dadurch, dass die gute Mara so langsam durchdreht. Gleichzeitig ein Stufenaufstieg. So, Fähigkeiten kann sowieso keiner mehr steigern. Da war das kaiserliche Grab. Hier haben wir nochmal eine Schatzkiste. Ja, und dann habe ich ja nur noch hier drüben die andere Seite. Habe ich hier tatsächlich zwei Kisten auf der anderen Seite übersehen. Aber okay. Problem gelöst. Oh. Elementarkette. Gut, weiter geht's. Thank you.
Schwert von König Kapu dem Dritten, einsetzbar von Carissa und Zar. Schade. Das hätte ich gerne bei Kalik gesehen, aber okay. So, ein weiteres Sanktuarium. Jetzt habe ich da auf der anderen Seite noch ein Versteck entdeckt. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nochmal hinkomme, ohne dass ich wieder außen rumlaufen muss. Vergebliche Mühe. Das sieht nicht so aus, ja. Bei meinem Glück, ich wollte gerade sagen, da kann ich den Weg wieder zurücklatschen. Ach ja. Das Tor ist offen. Das ist ein böses Omen. Gut. Ich werde da jetzt so das schnell nochmal aufdecken, da unten das Versteck einsammeln. Und ja, ich mag immer keine unerledigten Sachen. Thank you.
Kaiserliche Maske. So, hier oben fehlt mir auch noch ein Stück von der Karte, sehe ich gerade. Eigentlich ging es ja da nur... ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, ich werde das noch schnell aufdecken und dann... kümmern wir uns um die Hauptquest. Okay, hier geht's jetzt eh nicht weiter. Was? Es hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Überlass das mir! Ich beende, was du begonnen hast. So, dann haben wir jetzt hier in dem Gebiet alles erforscht und können Lady Mara aufhalten. Zumindest können wir es versuchen. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich dafür jetzt nochmal einen kleinen Cut mache und ich das in der nächsten Folge angehe oder ob ich die Länge dieser Folge jetzt einfach mal ein bisschen überziehe. Ich weiß nämlich nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Also es kann ja tatsächlich sein, dass da jetzt eben nur noch ein Bosskampf kommt. Und das Ding dann erledigt ist. Es kann aber auch sein, dass halt noch ein bisschen was an Story folgt. Tja. Aber ich denke mal, ihr wollt ja auch wissen, wie es weitergeht. Ich werde die Folge jetzt einfach ein bisschen überziehen. Sollte dahinter jetzt nochmal ein großes Gebiet kommen, was ich erforschen muss, dann werde ich die Folge jetzt beenden an der Stelle, aber sollte das jetzt zu einem Kampf kommen mit Lady Mara, dann machen wir das natürlich noch. Stadt in Flammen. Ihr kommt nicht weiter, Carissa. Dieser Wahnsinn ist nicht der Wille des Ordens, Avenger. Lasst ab! Mara ist der Orden. Ich bin die Klinge und meine Aufgabe ist es, ihr Gesetz umzusetzen. Wir waren lange Zeit gemeinsam in der Pentanera, Avenger. So muss es nicht enden. Ihr irrt leider, Carissa. Genau so muss es enden. Ashmas Portos Serat! Okay, also der hält eine ganze Menge aus, muss ich jetzt hier mal tatsächlich feststellen. Auf mein Wohl. Ein letztes Mal, Carissa. Das werde ich. Wenn wir das hier überleben. Ganz sicher.
Was war das denn gerade? Er war gnadenlos. Furchtbar. Brutal. Doch er ist sich treu geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das von mir auch behaupten kann. Er stand für das Recht. Doch das Recht ist mehr als nur Befehlen zu folgen, Carissa. Kommt, wir dürfen keine Zeit verlieren. So, Kuvas Schärpe. Ja, Avenger war jetzt schwer, möchte ich nicht sagen, aber war schon nicht ohne. Der Mann an der Winde ist geflohen. Vielleicht klappt dieser hier. Levis, graf das! Nicht übel, Pelzlose. Gar nicht übel. So. Jetzt müssen wir Mara zur Rede stellen. Okay, also wir haben jetzt hier nochmal ein kleines Gebiet vor uns. Das heißt, ich werde die Folge an dieser Stelle jetzt beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao!